Ja, mir war gerade das Spiel abgestürzt. Das liegt aber wahrscheinlich nicht am Spiel, sondern an der Leistung meines Laptops. Und ich habe dieses Krokodil noch nirgends gefunden. Ich habe allerdings auch noch. Doch, da ist es. Okay. Also hatte ich das jetzt entweder noch nicht erledigt oder ich hatte danach nicht nochmal gespeichert. Ja, nimm noch mal einen kräftigen Haps von der Lara. Ich habe die Munition. Aber ich habe noch keinen Ausweg. Und das miese Krokodil darf durch die Gitter durchglitschen. Ich darf das nicht. Da ist der Hebel. Okay. Du lässt mich jetzt gefälligst in Ruhe. Und mich den Ausgang wiederfinden. Der ist, glaube ich, hier in der Mitte, ne? Nee, hier darf ich einfach nur Luft schlappen. Schlappen vor allem, ja. Jan schlappen. Muss ich aber mal kurz. So. Gut, dann muss ich jetzt hier nur wieder rausfinden. Das ist ja meine leichteste Übung, aus einem Unterwasserlabyrinth rauszufinden. Ist noch mehr Munition. Und hier geht es, glaube ich, raus, ne? Nee, auch nicht. Shit. Wo ist denn diese blöde Deckenöffnung, verdammt? Bin mir sicher, dass sie da irgendwo in der Mitte war. Hier komme ich immer nur hier raus. Toll, jetzt ist die Tür offen und ich finde den Ausgang nicht. Das ist doch jetzt hier wirklich nicht so kompliziert. Ich tauche doch hier immer nur im Kreis rum. Hier unten geht es auch nicht weiter. Hier ist ein Gitter. Ich bin fast tot. Beim nächsten Haps bin ich nämlich weg. Oder war das hier? Auch nicht. Wo ist denn da jetzt der Ausgang? Mach mich jetzt nicht fertig, Spiel. Ich bin gleich tot. Ja. Da ist. Oh, toll. Ja, jetzt habe ich ihn gefunden und jetzt. Mist. Okay. Aber jetzt weiß ich zumindest, wo. Also. Ich weiß, wo ich gucken muss nach dem blöden Hebel. Ich ignoriere jetzt mal kurz die Munition, weil die ist jetzt für mich tatsächlich zweitrangig. Weil ich ja die Waffe dazu sowieso nicht habe. War er jetzt nicht hier? Ich dachte, da war hier der Hebel. Verdammt. Da. Hauptsache, sie kann auch unter Wasser stöhnen. Was machst du denn? Hey. Jetzt hat sie sich in das Gitter reingeglitscht. Ja, und ich sterbe gerade wieder, weil ich jetzt wieder an der falschen Stelle bin. Ach, Mist. Also nochmal. Ich muss mir jetzt einfach nur genau merken. Rein. Direkt unten drunter durch. Okay. Jetzt halte ich mich mal nur hier an dieser Wand. Ich muss mich einfach nur an dieser Wand halten. Bis ganz nach hinten.
dann hier unten rein. Das war falsch. Das war auf jeden Fall nicht der nächste Weg. Hebel. Das wird auf jeden Fall knapp, selbst wenn ich es jetzt auf Anhieb finde. Es gibt einen kürzeren Weg, okay. Aber den habe ich jetzt gerade nicht. Da hat sich das Krokodil festgebackt. Und da ist der Ausgang. Komm, gib mir eine Chance. Puh, okay. Wie gesagt, auf die Munition sei jetzt mal geschissen. Nächster Raum. Oh ja, ich hör's. Okay. Wieder ein Raum, auf dem ich im ersten Moment nichts erkennen kann. Das ist wohl ein großes Tor. Oh ja. Ich weiß noch gar nicht, auf was ich da gerade schieße. Ach, da hinten springt eine Mumie rum. Okay. Noch eine. Also da kann man mir jetzt auch gerade nichts vorwerfen. Ich war wirklich nur da gestanden. Ich habe mich eigentlich gar nicht bewegt und sie ist dann trotzdem auf mich losgegangen. Die Frage wäre, bin ich auf diesem Tisch sicher? Dann würde ich da einfach mal auf den Tisch springen. Okay. Sieht ja sehr merkwürdig aus. Nochmal ein großes Tor. Oh, Felskugeln. Okay. Dumm. Aber ist gut gegangen. Okay. Da ist die Felskugel. Aber die kann ja da gar nicht runterrollen. Ist ja nicht abschüssig. Dahinter ist nochmal diese Bordüre gewesen, diese animierte. Sie macht wieder irgendeine Rolle, ohne dass ich ihr den Auftrag gegeben habe. Okay, dann muss ich jetzt gleich nochmal runtergucken. Also hier oben ist anscheinend nichts. Ich würde aber gerne bei der Kugel nochmal schauen. Ich glaube, dass da irgendwas dahinter ist. Und ich hoffe auch echt ein bisschen, dass das Level jetzt nicht mehr so lange dauert, weil da rennt gerade so ein bisschen die Zeit davon. Ich kann nicht dahinter, aber irgendwas ist da. Also wahrscheinlich ist das Rätsels Lösung, dass ich diese Kugel da wegkriegen muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass mit diesem Stufenkreis, den ich hier gerade entlang gelaufen bin, durch einen Hebel oder sowas zu einer Schräge verwandeln kann und dass dann die Kugel darunter rollt. Aber diesen Hebel oder was auch immer ich dazu brauche, habe ich noch nicht gefunden. Kann auch sein, dass es eine andere Lösung gibt, aber ich habe halt einfach noch gar keine Lösung gefunden. Hier ist halt nichts weiter. Ach, das sind zwei Hebel. Das sah für mich sah das aus wie ein großes Tor, aber nein, das sind zwei Hebel. Okay, das war der eine. Was hätte jetzt der andere gemacht? Der öffnet eine Tür. Das ist alles? Wenn, dann war das jetzt denkbar einfach.
Da steht ein Krokodil, das sich nicht bewegt. Das natürlich sofort losrennt, sobald ich da in den Raum reinkomme. Und das jetzt weg ist? Nee, da liegt's. Okay. Ach nee. Jetzt kommt die Schrotflinte. Ihr habt sie ja wohl nicht alle. Ich bin wahrscheinlich durch. Also, nehme ich mal an. Ich glaube jetzt nicht, dass da noch viel kommt. Und dann schmeißt ihr mir jetzt echt am Ende die Schrotflinte hin, ihr miesen Säcke. Ich glaub's ja wohl nicht. Einfach nur, damit ich sie noch hab, oder? Wenn da jetzt mal keine Kugel angerollt kommt, dann weiß ich ja auch nicht. Ey, wenn jetzt gleich das Level zu Ende ist und die legen mir dann am Ende die Schrotflinte hin, dann bin ich aber echt sauer. Meine Befürchtung ist eher, dass sie mir die Schrotflinte hinlegen und ich sie auch gleich noch richtig brauchen werde. Wenn ich da jetzt runtergehe, dann lande ich doch wieder in diesem Saal. Da war ich doch. Da bin ich doch jetzt dann wieder im Hauptraum. Ja, natürlich. Habe ich vielleicht die zweite Tür gerade geöffnet? Moment. Bevor ich mir da jetzt irgendwas verbaue, bevor wir uns runterlassen, speichern wir das nochmal. Weil wenn ich jetzt da irgendwo einen Hebel übersehen habe, ist ja natürlich richtig blöd. Stimmt, da gab es ja noch eine zweite Tür. Und zwar war die hier, oder? Nee. Ich renne jetzt wieder mal alle Nischen ab und es ist dann wieder die letzte. Ja, Moment. Hier waren die fünf Schlösser. Am Ende der fünf Schlösser war die eine Tür, durch die wir schon durch sind. Und wo ist die andere? Es ist die letzte Ecke, in die ich reinschaue. Natürlich. Das sind die Uzis. Okay. Oder die Auto oder die Magnum. Es sind die Uzis, für die ich nur 100 Schuss habe, weil ich vorhin die Munition nicht eingesammelt habe. Oh Gott, ja, ich sehe, da liegt ganz viel Uzi-Munition. Und da liegen, und da stehen Mumien. Die Magnums habe ich also definitiv übersehen. Die Uzis und die Schrotflinte habe ich gefunden. Okay. Da ist eine Tür. Ich denke jetzt halt, bei jedem Teil, das ich aufhebe, wird sich's rächen. Und ich finde jetzt wahrscheinlich nur Magnum-Munition. Ich sehe halt jetzt nicht richtig, was das für welche ist. Nee, okay, es waren Uzi-Streifen. Okay. Ja, wie gesagt, bei jedem Teil, das ich jetzt aufhebe, denke ich, dass jetzt gleich irgendeine eine Mumie loslatscht. Eine Lumie, ja. Die werden doch alle noch wach. Das kann mir doch keiner erzählen, dass die da so stehen bleiben. Da ist anscheinend jetzt nichts mehr mit Muni. Weil warum sollten die mich sonst jetzt in einem Level kurz vor Schluss, also ich nehme mal an, dass kurz vor Schluss ist, ich weiß es nicht. Warum sollten die mich jetzt nochmal so mit Munition zuscheißen,
wenn ich sie nicht brauchen würde. Ja, ich weiß, ja, da ist schon die erste. Ja. Die habe ich ein bisschen zu dicht an mich angelassen. Ach nö. Ach so, halt, Moment. Nee, nee, ich hatte ja gespeichert, bevor ich ins Wasser runter bin. Okay, dann. Ja, das ist jetzt keine große Sache. Nur noch mal zu der Tür hin, die ich jetzt wieder finden muss. Und dann die Munition einsammeln. Das ist jetzt. Das geht jetzt ruckzuck. So, die Uzis. Ja, wie gesagt, die Tür könnte natürlich zu einem Geheimnis gehören, was heißen würde, dass hier irgendwo ein Hebel ist, den ich nicht gesehen habe. Es könnte ja auch sein. Das wäre eigentlich total geil, wenn sie das so machen würden. Sie legen hier überall die Munition hin. Wenn du sie nimmst, wird die Mumie dahinter dann auch gleich noch wach. Wenn du sie liegen lässt, dann passiert dir nichts. Das wäre eigentlich mal, wäre was ganz Witziges. So nach dem Grabräuber-Motto, lass meine Schätze in Ruhe, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel das gemacht hat. Okay, jetzt könnte ich mir nur noch vorstellen, das können wir noch mal kurz eben gucken, ganz hinten in diesen dunklen Nischen, ob da vielleicht ein Hebel ist. Für die Tür am Anfang. Hier ist nichts. Und da drüben ist auch nichts, soweit ich das sehe. Da ist ein Hebel. Okay. Also, da drüben. Speichern. Schrot ausrüsten. Dann versuchen wir das mal zügig. Weil, wie gesagt, die Mumie, die kommt ja auf jeden Fall. Aber vielleicht schaffe ich es ja noch vorher, den Hebel zu ziehen. Da liegt noch mehr Munition. Okay. Ich glaube, dass ich hier relativ sicher bin. Deshalb gehe ich das jetzt gerade mal ein bisschen ruhig an. Dann schauen wir mal, wann die Mumie auftaucht. Die müsste jetzt gleich in Sicht kommen. Oder auch nicht. Ja, okay, dann war das die Tür. Und natürlich werden sie alle wach. Alle. Ich gedacht, dass du da hinkommst. Hier sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Ich könnte sie ja fast mit den Pistolen von hier aus erledigen. Komm, die eine machen wir mit den Pistolen. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht, was mich noch erwartet. Da ist noch eine. Shit. Das war ein bisschen unvorsichtig von mir gerade. Okay. So. Nichts dem Zufall überlassen. Da steht halt einfach ein Podest mit einem Stuhl drauf. Ja, kann man machen, ne?
Oh, das sieht aber vielversprechend aus. Und wieder eine Tür. Und ich muss jetzt wieder gucken, wie ich die aufkriege. Oh, das sieht geil aus. Okay. Das hat schon was mit diesen weißen Stufen. Okay, da drüben ist eine Bastet-Statue. Da drunter liegt noch irgendwas. Und ich höre etwas. Ja, das war absehbar. Okay. Kann sie denn mit dem Stuhl was machen? Sich draufsetzen oder so? Nee. Also nochmal, um sicher zu gehen, in diesem Raum ist sonst nichts. Das klang jetzt nicht nach Mumie. Das war jetzt ein Panther. Okay, hier kann man dann einfach runterrutschen. Sie hat halt nicht vorher anvisiert, sonst hätte ich ja schon früher geschossen. Na? Komm schon, ich bin bereit. Jawohl. Okay. Jetzt muss ich dann wohl nach unten. Ah, ich bin mir noch nicht. Na, ich bin mir nicht sicher. Ob ich nicht von hier aus. Da ist ein Hangelspalt, den sehe ich auf jeden Fall. Oh, da kommt ja echt noch ein bisschen was, ne? Schade, ich hatte jetzt. Also, was heißt schade? Ich freue mich ja, wenn der DLC so viel Content liefert, aber eigentlich habe ich jetzt echt keine Zeit mehr. Ich bin tot. Warum? Ich bin doch nur gerutscht. Ach nö. Warum bin ich denn da jetzt gestorben? Nein! Habe jetzt echt natürlich nicht daran gedacht, dass sie ja keine Rückwärtssalti macht. Also rechts runterrutschen ist anscheinend nicht gut. Rüberspringen ist definitiv nicht gut, weil zu weit. Ich könnte hier auf diesen Block springen, der da so halb unter uns ist. Ich glaube nur, dass sie da nicht landet. Aber ich habe gerade gesehen, beim Runterstürzen, glaube ich, sie hätte sich da einfach fallen lassen können, oder? Nee, auch nicht. Aber da ist der Block. Ich hätte beim Runterrutschen von der Rampe einfach nur im richtigen Moment abspringen müssen. Okay. Und dann wäre ich nämlich hier gelandet, da wo ich jetzt auch bin. Anscheinend ist es ungesund für sie, wenn sie ganz unten landet. Ich versuche mal zu der Munition zu kommen. Okay. Dann kann ich da wohl hangeln. Ja, sehe ich. Aber jetzt sehe ich auch mal die andere Seite. Will sie nach unten? Soll sie nach unten? Ist sie gestorben, weil es zu tief war? Ha. Ich weiß es nicht.
Wo will ich überhaupt hin? Nee, oder? Ach, schau mal einer an. Erst beim Sprung vom Kopf des Löwen wird er sich als würdig erweisen. Indiana Jones. Aha. Jetzt war das dann wohl die Tür im Nebenraum. Die Frage ist, gibt es irgendeinen Grund, noch runter zu klettern? Vielleicht Geheimnis, vielleicht einfach nur alternativer Weg. Die Frage ist, hätte ich hier von Anfang an rüberlaufen können? Ja, geile Anspielung. Und es ist eine Anspielung, kann mir ja keiner erzählen. Also, es muss ja eine sein. Ich überlege jetzt gerade, da geht's weiter, ne? Das andere ist ja der Raum, wo ich hergekommen bin. Hui, alles sehr überwuchert. Ihr seht mich wieder ratlos. Da liegt doch was, oder? Nee. Nee, sieht nur so aus. Okay. Schön, wie sie ja gerade entlang gerutscht ist. Ja, okay, da hinten in der Ecke geht's wohl weiter. Ja, oh ja, oh! Okay. Wasserbecken. Okay. Krokodil im Wasserbecken. Wenn ich draußen bin, heißt Pistole. Da hinten ist noch ein Medikit. Ich wollte gerade noch sagen, es ist ja auch immer so ein bisschen unlogisch, dass die Krokodile nicht aus dem Wasserbecken rausgehen. Aber. Die Frage ist jetzt, weil eigentlich können die hier nicht über die Stufen raus. Das war doch jetzt nicht das Krokodil. Nee, das war auch nicht das Krokodil aus dem Wasserbecken. Und in dem Wasserbecken ist ein Hebel, den habe ich schon gesehen. Das heißt, das Krokodil ist jetzt einfach so noch draußen rumgelaufen. Das ist, glaube ich, erst in Tomb Raider 4, wo es wirklich so ist, dass das Ufer so abgeflacht ist, dass die Krokodile sowohl im Wasser als auch an Land sind. Ich wüsste jetzt nicht, dass es im Dreier der Fall ist. Ich glaube nicht. Und das war ein Panther. Ich habe die Ohren und die Augen gesehen. Nicht der erste Räuber hier. Starre 5 Sekunden lang. Was? Ich sollte irgendwo 5 Sekunden hinstarren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das jetzt nicht geschafft habe, während ich unter Wasser war. Was ist er denn jetzt? Ja, ich habe den Hebel gezogen, habe jetzt aber überhaupt nicht aufgepasst, wo der Hebel was geöffnet hat. Da gibt ja eigentlich nicht so viele Möglichkeiten. In dem Raum. Gerade eben war ja eine Tür, oder nicht?
Ich hatte da jetzt in dem Moment tatsächlich, ich war abgelenkt. Ich glaube, wegen der Errungenschaft oder, nee, die kam ja vorher, kam ja danach. Aber irgendwie, ja, ich habe halt nicht aufgepasst. So. Moment, das ist wieder der Raum mit dem Stuhl. Da war ich, da war ich. Da habe ich woanders was geöffnet. Das hier war keine Tür. Dann war da gar keine. Dann ist jetzt die Frage, wo geht's denn jetzt wirklich weiter? Was hatte der Hebel gemacht, verdammt? Oder hatte ich unter Wasser was geöffnet? Das wäre ja total. Nee, dann wäre der Panther nicht gekommen. Ach! Moment, ich habe hier die Klappe geöffnet. Und jetzt kann ich da hoch. Okay. Aha. Okay. Das klang nicht gut. Dieses Flomp klang nicht gut. Oh. Noch. Ja, okay. Dann geht's da wohl weiter. Ich nehme hier noch Dinge mit. Das Flomp war wohl einfach nur die nächste Falltür. Aber es klang irgendwie beunruhigend. Ich hätte echt nicht gedacht, dass da jetzt noch so viel kommt. Ja, natürlich, eine Tür. Und Hebel daneben. Soll ich gleich mal blind die Hebel ziehen, ohne mich vorher umzugucken? Nee. Also zumindest mal kurz schauen. Och, liebe Zeit. Ach. Oh Mann, ich wollte dann echt noch fertig werden. Es ist jetzt so echt ein bisschen ein Raum reiht sich an den anderen. Schalterhebelrätsel, Tür auf, nächster Raum. Ja, es ist eben nicht in sich stimmig. Es ist für mich eine Aneinanderreihung. Die Mumien. Und sie schießt nicht. Ich glaube, das war zu spät. Nee, war es nicht. Okay. Kann ich gleich das nächste Medikit nehmen? Wie lange soll das jetzt noch gehen? Und es sieht nicht so aus, als wäre es so schnell vorbei. Ist doch bestimmt eine Sphinx oder sowas. Sind es Schiebeblöcke? Nee, sind es nicht. Nee, es ist eine kleine Pyramide oder so. Mit einem Schiebeblock drin, natürlich. Also aus, als wären da zwei Ohren dahinter. Ja, sind es auch. Zwei Katzenohren. Aber was bringt mir denn der Block jetzt? Auch nichts, oder? Der war doch jetzt auch nur dazu da. Ja, okay. Mit dem Block würde ich da hochkommen, aber ich kann den Block ja nicht darauf schieben. Das funktioniert natürlich nicht. So komme ich da nicht hoch. Aber hier komme ich hoch. Ja.
Manchmal ist es dann doch ein bisschen einfacher als gedacht. Ich habe den Panther auch schon gehört. Oh, das war jetzt, ja, falsch abgeschätzt. Ich dachte, das wäre ein einfacher Sprung. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Es ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das Schlaueste, das hier zu Let's Playen und aufzunehmen, wenn man im gleichen Moment so ungeduldig ist und eigentlich darauf wartet, dass es jetzt mal irgendwann doch zu Ende ist. Mir geht dann auch bald irgendwann mal die Schrotmunition aus, wenn ich so weitermache. Also irgendwie weiß ich jetzt noch nicht ganz, worauf das jetzt rausläuft. Okay. Aber nur noch 10 Schuss, das ist mir eigentlich echt zu wenig. Und jetzt standardmäßig damit rumzuballern. Ich hatte ja über 40, also die sind schon ratzfatz weg. Okay, wenn ich da runtergehe, wird das Gitter aufgehen und ich werde Besuch kriegen. Davon können wir mal ausgehen. Kann ich da rüber springen? Ja. Sehe ich vielleicht ein bisschen mehr. Ich lasse jetzt mal kurz die Munition liegen. Ich will erstmal kurz schnell schauen, was da noch ist. Weil ich halt das Gefühl habe, wenn ich die Munition aufhebe, geht das Gitter auf. Und wenn ich das Gitter, und das Gitter aufgeht. Okay, es ist eine riesige Katzenstatue. Jetzt erkennt man es mal. Und da drüben ist auch der passende Panther dazu. Ich hoffe, dass ich den auf die Entfernung kriege. Jawohl. Kann das sein, dass es zwei sind? Rührt sich nicht mehr. Okay, ich kann hier außen rum springen. Da unten scheint nichts zu sein. Das heißt, ich könnte mir die Munition holen. Ich frage mich jetzt halt gerade, wir hatten ja diese drei Türen jeweils mit dem Hebel links und rechts. Und ich habe die erste Tür geöffnet. Und bin jetzt dann hier in diesem Bereich gelandet. Hätten die alle drei hierher geführt, dann ist es total unsinnig, da drei Türen hinzustellen. Oder verbirgt sich hinter jeder Tür nochmal was in dieser Größenordnung? Oder wäre hinter den anderen einfach nur zusätzliche Munition oder sowas gewesen? Oder ein Gegner, irgendwas Optionales? Weil ganz ehrlich, wenn jetzt irgendwas kommt mit ich kann das Level beenden, dann würde ich das Level beenden. Und würde jetzt nicht nochmal irgendwie zurückrennen und die anderen Türen durchtesten. Also da muss ich ehrlich sagen, da fehlt es mir gerade wirklich so ein bisschen an Motivation. Ich finde es sehr geil. Also ich finde diese Bereiche wirklich geil im DLC. Da gibt es überhaupt nichts, aber es zieht sich jetzt doch ziemlich und halt doch, ja, wie gesagt, sehr aneinandergereiht. Da waren im ersten Level waren Sachen, wo ich gedacht habe, boah, das müsste doch jetzt noch kommen, so wie ich halt eben überzeugt war, dass man den Raum fluten könnte und da kam dann nichts. Und hier hatte ich jetzt schon gefühlt
fünfmal den Moment, wo ich denke, oh, das könnte jetzt das Levelende sein. Das sieht irgendwie gerade sehr episch und so aus. Und dann kommt aber noch was und noch was und noch was. Und ich wette, das Levelende ist dann total unspektakulär. Ja, das ist nicht so richtig stimmig für mich gerade. So viele Sachen, wo ich mir denke, kann man da noch was machen oder eher nicht? Ha. Das wage ich jetzt zu bezweifeln, dass das klappt. Oh doch, es klappt. Okay. Ich nehme mal nicht an, dass ich mich da rausziehen kann. Doch. Okay. Ja. Hatte ich. Ach, nee. Okay. Ja, könnte ich jetzt mit der Schrot machen? Solange sie mich immer nur hier in dieses Loch reinschmeißt, da sterbe ich ja nicht dran. Es ist ja nicht tief. Hier ist es tief. Ja, es ist zäh. Okay. Jetzt darf ich das Ganze hier nochmal machen. Sonst speichere ich auch immer alle Schiss lang, ne? Aber da, wo es mal interessant wäre, tue ich es nicht. Mit Sicherheit ist da unten auch noch irgendwo Zeug. Oder da, wo der Panther war, im Maul der Statue. Aber, ja. Hatte ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Ich nehme jetzt die Uzis. Ich habe 800 Schuss. Da kann man schon ein bisschen was mit anfangen. Also zum Vergleich, am Ende vom Hauptspiel, wenn man gegen Nadler kämpft, da habe ich, glaube ich, 400 Schuss für Nadler. Ich habe schon gesehen, dass da noch was gelegen war am Ende. Da drüben. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal dahin. Ach nee, das ist einfach nur wieder ein Loch. Ja, es gibt halt wahrscheinlich verschiedene Optionen, hier raufzukommen. Das ist natürlich geil gemacht mit dem Maul von dieser Katze und dass dann diese Stacheln, diese blutigen, die Zähne darstellen. Das finde ich schon geil. Da haben sie sich mal echt was einfallen lassen. Und hier oben haben wir wieder eine Katzenstatue, aber da komme ich wohl nicht hin. Das ist zu schräg. Also da kann ich auch nicht mit Anlauf hinspringen. Ich kann aber vielleicht mit Anlauf darüber springen. Allerdings sieht mir das auch ziemlich schräg aus. Das sieht schon ganz schön schräg aus, ne? Ja, ich glaube, von der anderen Seite ist besser. Okay. Na, Lara, bitte. Jetzt hat sie mir wieder mal so einen Schreck eingejagt hier. Ich meine, es gab natürlich auch in den anderen Tomb Raider-Teilen immer Level, die lang waren. Also eins der längsten Level ist zum Beispiel im Teil 2 das Kloster von Ba Kang. Man kann es immer ganz gut daran bemessen, wie viele Seiten es im offiziellen Lösungsbuch braucht. Und ich glaube, das Kloster von Ba Kang braucht 10 Seiten oder 12. Der Tempel von Xi'an ist auch sehr lang im zweiten Teil. Im dritten Teil ist es tatsächlich so, dass ich das jetzt nicht auf dem Schirm habe, was die Lösungsbuchseiten angeht, was sehr lang ist. Aber ich weiß, dass Aldridge ist das, glaube ich. Oder, also der U-Bahn-Bereich, der ist schon relativ langatmig und gibt dann auch noch so ein paar andere Level, die sich ziemlich ziehen, je nachdem, wie lange man rumirrt. Ja.
Also ich muss schon irgendwie auf den Katzenkopf. Ich habe ja da hinten gesehen, dass da auch noch irgendwas dran ist, aber das hier ist doch echt, das ist zu schräg. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich denke, dass sie da abrutscht. Nein, tut sie nicht. Okay. Gut. Dann habe ich jetzt ganz umsonst diesen Weg außenrum gemacht. Ach, tach. Also, wir sind jetzt ganz oben auf dem Kopf dieser riesen Katzenstatue im Level Tempel der Katze. Wie will man das denn jetzt noch im wahrsten Sinne des Wortes toppen? Okay, die Brücke ist ausgefahren, wir können das Maul betreten. Das muss doch jetzt mal das Ende sein. Also bitte. Natürlich ist da eine Tür, die nicht offen ist. War ja klar. Da hat sich ein toter Panther reingebackt. Das war dumm. Ja, ich hätte einfach nur rüberspringen müssen. Da war dann der Hebel und dann kann ich wieder auf der anderen Seite die Tür öffnen. Das ist doch bescheuert. Also gut. Bloß nicht leichtsinnig werden. Da ist uns auch nicht viel los in dem Maul, ne? Also es geht halt hier komplett nach unten. Jetzt wissen wir halt, dass wir das ganze Level über quasi uns in der Statue, in dieser Katzenstatue nach oben gearbeitet haben. Also tatsächlich ist es so. Dass der Tempel der Katze selbst eine riesige steinerne Katze ist. Was ich eigentlich ziemlich geil finde. Aber als wir den Tempel betreten haben, war das doch von außen überhaupt nicht ersichtlich. Wir sind doch da bei dieser kleinen Stufenpyramide rein. Also irgendwie. Ja, und jetzt kommen wir bei der Stufenpyramide wieder raus, so wie es aussieht. Oder nicht? Da ist wieder eine Katzenstatue. Da ist der Mond. Ja. Also, ich könnte mich jetzt ja täuschen, aber für mich sieht es so aus, als wäre das der Levelanfang. Ja, oh, oh Gott, wir haben es geschafft. Ja, Gott sei Dank. Und jetzt erklär mir jemand das Level. Wir haben uns durch den kompletten Tempel der Katze gearbeitet, um ihn wieder zu verlassen. Wir haben nichts gefunden. Es gab keinen Boss. Nein, ja, okay, es ist ein DLC. In der Story hätte. Also, das ist so das. Das wusste ich vorher. Der DLC. Ja, bietet jetzt keine Storyline. Das sind einfach vier Level, die man hingeklatscht hat. Wir haben kein einziges Geheimnis gefunden und auch nur ungefähr zwei Drittel aller Goodies. Das ist nicht viel. Das ist keine gute Bilanz. Dafür haben wir 4,5 Medikits gebraucht und viel zu viel Zeit. Ich klicke mal kurz auf Fortfahren, um zu schauen, ob da noch was kommt. Nee, da haben wir jetzt nur noch mal die Credits und da rede ich mal kurz ein bisschen drüber, aber nicht viel. Ich habe alles gesagt, denke ich mal, im Laufe des DLCs. Er war blind, deshalb vieles nicht gefunden. Blöd angestellt, ja. Gut,
finde ich das Level-Design an sich, also die Schauplätze an sich waren sehr geil, sehr atmosphärisch, tolle Ideen, auch jetzt mit dieser Katzenstatue und schöne Räume. Ich fand auch zum Beispiel das Nest, ich hasse solche Level, ja, aber atmosphärisch war es schon geil gemacht. Auch die Festung von Atlantis, auch wenn es überraschend kurz war und ich da echt ganz viel übersehen habe. Ich fand es jetzt, die Level waren überraschend schön von der Gestaltung her und abwechslungsreich und teilweise besser als das Hauptspiel. Aber man hat halt einfach gemerkt, es passt nicht. Ja, nicht ausgewogen, nicht durchdacht. Oft wirklich so diese Aneinanderreihung von Räumen. Wir hatten das beim Nest am Schluss. Noch ein Raum mit vielen Gegnern, Hebel ziehen, Tür öffnen, weiter, nächster Raum. Und wir hatten das jetzt gerade eben eigentlich auch wieder. Ja, und dann noch einer, und dann noch einer. Und ja, ich hätte die anderen Türen wahrscheinlich noch öffnen können, hätte noch Sachen gefunden. Ich habe auch die Magnums übersehen. Aber das sind so Sachen, wenn das jetzt hier das im regulären Spiel gewesen wäre, dann hätte ich diese Level als merkwürdig empfunden. Die waren jetzt einfach noch nicht ausgereift. Die waren nicht durchdacht. Sodass man. Ein Level muss eigentlich so sein, dass man ein bisschen tüfteln muss und auch mal ein bisschen herumirren muss, um dann aber letztendlich den Weg zu finden. Und dieser Weg führt durchs gesamte Level. Und man kann, wenn man richtig gut ist und aufmerksam ist, kleine Geheimnisse finden, die einem dann eben mal ein bisschen Munition oder mal ein Medikit liefern. Hier ist es so, wenn du jetzt nicht alles genau anguckst, dann entgehen dir gleich 20 Goodies. Und ich habe das Gefühl, dass ich wirklich einiges nicht gesehen habe oder nicht verstanden habe, warum es so ist. Also, dass hier sehr viel optional ist. Und ist natürlich schön für alle, die da gerne erkunden und sagen, das ist doch geil, da kann man da mal ein bisschen rumprobieren und es ist nicht alles so offensichtlich. Ja, das ist richtig. Und deshalb finde ich es für ein DLC auch völlig in Ordnung. Ins Hauptspiel hätten es die Level von der Optik her schaffen dürfen, aber nicht von der Ausgereiftheit her, von der Ausgewogenheit her. Ansonsten sehr, sehr geil. Es war richtig schön, mal Blind Tomb Raider Classic zu spielen und das steht mir ja noch zweimal bevor. Also einmal auf jeden Fall. Ich weiß, dass es die Golden Mask gibt. Das ist der DLC zum zweiten Teil. Und ich glaube, beim dritten gibt es auch was. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Doch, bin ich mir. Ja, doch. Da gibt's was. Und ja. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und ansonsten, ja, danke, dass ihr dabei wart, dass ihr euch mit mir da durchgekämpft habt und dann sehen wir uns dann wieder mit Tomb Raider 2 und ich weiß jetzt nicht wann. Ich habe mal so ganz grob, aber bitte nagelt mich nicht drauf fest, angepeilt der nächste erste. Heute müsste, also es ist jetzt Anfang April, wo ich das hochlade. Also aufgenommen habe ich es noch im März, aber es wird ab dem 1. April startet das DLC. Und ich habe ja jetzt dann Osterurlaub, da kann ich nicht aufnehmen. Ich brauche da ein bisschen Puffer dazwischen. Deshalb plane ich mal so vorsichtig den 1. Mai für Tomb Raider 2. Wenn es aber nicht am 1. Mai ist, dann seid bitte nicht böse. Dann dauert es halt einfach ein bisschen länger. Ich muss das ein bisschen im Vorlauf aufnehmen, weil Tomb Raider 2 ein bisschen umfangreicher ist und ich dann auch mal, ja, mal eine Woche vielleicht nicht aufnehmen kann und ich brauche trotzdem die Parts, deshalb muss ich da ein bisschen vorproduzieren und das kostet halt ein bisschen Zeit. Ja, das soll es dann gewesen sein. Ihr könnt mir gerne noch Infos zu diesem DLC dalassen, was man hätte machen können, was ich alles übersehen habe, was euch vielleicht besonders gut gefallen hat oder gar nicht gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei Tomb Raider 2 Remastered und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Bestes Spiel, wo gibt. Ja, bis dann. Tschüss.